Wir sind ein bisschen nervös, weil vielleicht ist das Geschenk, was wir uns überlegt haben, ab 18. Und ich bin gerade 15 geworden. Hey, 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 Freunde! Wir haben jetzt Montag und leider der vorletzte Freitag. Warum? Das ist mein Leben. Aber das soll den Schein jetzt ja auch gar nicht trübeln. Bitte, Spinner, bitte, Spinner. Kann ich's noch? Nein. Heute wird auf jeden Fall wieder richtig. Wir haben richtig viel vor. Und zwar als erstes müssen wir jetzt in die City mal wieder, weil da müssen wir ein richtig geiles Geschenk kaufen. Ihr seht vielleicht nachher, was das ist. Ich denke mal, wir waren richtig kreativ. Oder waren wir kreativ bei dem Geschenk? Immer richtig kreativ. Auf jeden Fall, das Geschenk ist episch. Ich werde es bestimmt sehen. Aber ja, kommt jetzt erstmal mit in die City. Wir sind einfach die Geschenkkönige. So, dann sind wir auch schon angekommen und wir sind ein bisschen nervös, weil vielleicht ist das Geschenk, was wir uns überlegt haben, ab 18 und ich bin gerade erst 15 geworden. Warum nur einkaufen? Hi Kevin! Okay, komm, ich nehme die Kamera und jetzt geht's rein, Alter. Nervös, Alter. Ziemlich erfolgreich. Nämlich gar nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir gehen da rein. Komplett motiviert. Wollen eine Steam-Karte für 10 Euro haben. Das war eigentlich unsere Geschenkidee. Gibt's nur ab 20, übersteigt unser Limit. Aber jetzt gehen wir in eine Post und holen uns eine PaySafe-Karte für 10 Euro. Hoffentlich gibt's das hier. Was machen wir, wenn es das nicht gibt, Junge? Wir sind so ausgeliefert. Wenn es diese PaySafe-Karte für 10 Euro an der Post nicht gibt, wir sind komplett ausgeliefert, ey. Drückt uns die Daumen. Jungs und Mädels, da ist das Ding. 10 Euro PaySafe-Karte und fliegt. Da haben wir 2000 Jahre später. So, Freunde, wir haben es jetzt aber schon am nächsten Tag, weil ich gestern einfach nichts mehr gefilmt habe. Das Geschenk war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Wir haben jetzt aber noch vor, essen zu gehen in mein Lieblingsrestaurant, wo es die geilste italienische Pizza gibt. Ja, die geilste italienische Pizza einfach. Da dachte ich mir, nehme ich euch doch mal einfach mit hin. Ihr wart da zwar schon, weil wir da immer zum Zeugnis essen hingehen. Außer letztes Mal, ja. In den Sommerferien sind wir da nicht hingefahren, weil, keine Ahnung, warum wir da nicht hingefahren sind. Also jetzt, kommt mal schnell mit. Schwupp, du hast mal hinten Pappas da unten hinten. Und passt das gerade runter, so ist über Pappas. Das war knapp. So, Freunde, wir haben jetzt aber fertig gegessen. Aber jetzt geht's auch wieder erstmal ab nach Hause und ich habe viel zu viel gegessen. Aber ein bisschen Pizza ist übrig geblieben und das nehme ich erstmal morgen mit. Schön für die Mittagspause zur Schule. So, Freunde, wieder zu Hause angekommen und es ist halt draußen schon dunkel. Es ist halt einfach nur voll der Abwrack. Ich muss halt so behindert unter der Lampe stehen, damit ich überhaupt Licht habe. Aber was willst du machen? Das Essen war auf jeden Fall. Oh, es war richtig lecker. Ich habe halt noch ein bisschen Pizza übrig gelassen, weil es war halt so eine Riesenpizza. Und ich habe vielleicht nicht ganz aufbekommen und ich wollte die Dutabahn noch vergessen, die zu filmen. Aber es ist halt so, dass ich dann halt noch so ein Viertelstück übrig habe. Und das wird erstmal schön morgen für die Mittagspause gegönnt. Und darauf bin ich richtig hyped. Die anderen sich das Mensa-Essen reinschaufeln und ich dann das schön da aus einem Restaurant mit pikanter Salami, ey. Keine Salami, so extrem scharfe Salami und die ist... Oh. Richtig lecker. Dieser Vlog hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht zu drehen. Über 2 Tage. Ich habe den Anfang ja schon geschnitten. Der ist richtig lustig geworden, finde ich. Wie wir da verzweifelt das Geschenk gesucht haben. Ich hoffe, ihr habt die Ironie verstanden mit das Geschenk. Aber es war eigentlich ziemlich unkreativ. Aber er hat sich trotzdem ziemlich darüber gefreut, weil PS10, aber mit einer PS10 kannst du alles machen, was du willst. Also, ich finde, das war schon eine gute Idee. Auch wenn es halt ziemlich unkreativ ist, wenn da noch irgendein Scheiß basteln können. Irgendwas Zweideutiges ausdenken können. Mir hat es auf jeden Fall extrem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Mich würde es extrem motivieren, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Die Daily Vlogs sind extrem viel Arbeit. Bis morgen um 20.10 Uhr. Da kommt ein Storytime-Video, also sehr lustig. Haut rein, bis morgen und ciao.